Die Zeit ist reif für den Kampf. Es ist Renntag. Der Miami Grand Prix wurde 2022 in den Kalender aufgenommen und F1-Geschichte muss hier noch geschrieben werden. Die Fahrer müssen auf diesem Straßenkurs Risiken eingehen und hoffen, dass sie sich in einen Sieg verwandeln. Und prachtvoller Sonnenschein hier und heute. Perfektes Wetter, Teams und Fahrer können uns also zeigen, wozu sie in der Lage sind. Das Autodrom ist bereit für ordentlich Action, hier beim großen Preis von Miami. Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2023. Also ich denke, die beiden Moderatoren sollten auf keinen Fall in die Wetterbranche wechseln, denn es wird heute regnen während des Rennens. Unser Setup, Autoteile müssten eigentlich okay sein, ne? Ja, da sind die guten drin. So, und dann schauen wir mal, was das Wetter heute bereitet. Wir sehen, wir haben am Anfang ungefähr, naja, wenn es hochkommt, 10 Runden Zeit und am Ende nochmal. Und die Frage ist jetzt aber, wenn es regnet, müssen wir dann Mediums fahren? Ich würde gerne sehen, wie doll es wirklich regnet. Ja, das sieht für mich aus, als wenn es nur feucht wird. Am Ende, es könnten auch 10 Runden sein. Also werden wir auf Mediums starten, dann auf Intermediates wechseln. Da müssen wir mal gucken, wie lange die halten. So, wo wollen wir denn auf Intermediates wechseln? Oh, wahrscheinlich schon sehr, sehr früh, ne? Wenn ich mir das so angucke. Das könnte ja echt schon Runde 7 passieren. Runde 7, Runde 8. So, Runde 7 Intermediates und dann hinten Runde 51 kommen dann die Softs raus. Ist es dann cleverer, hinten raus mit den Mediums zu fahren? Das scheint mir ein bisschen kürzer zu sein da. Es kommt aufs Gleiche raus. Wir fangen mit Softs an und enden dann auf Mediums, wenn wir dann wirklich Mediums fahren müssen. So, und jetzt würde mich aber interessieren. Das ist eine 1.31.7. Wenn ich hier zwischendurch... So, das sind 44 Runden, ne? Also Runde 29, denke ich mal, wäre die Mitte ungefähr. Stimmt das? Dann habe ich hier 22 Runden. Hier ungefähr 22 Runden. Das ist eine 1.31.46. Wenn ich ihn rausnehme, sind wir bei einer 37. Okay, dann fahren wir die durch. Dann haben wir eine relativ flexible Strategie, würde ich behaupten. So, hier machen wir das Gleiche. Fangen mit Mediums an. Dann Intermediates. Ach ne, wir fangen mit Softs an.
So, das sind unsere Strategien. Ich weiß nicht, ob ich da begeistert bin. Wir brauchen, glaube ich, keinen Zusatzsprit. Wir müssen nur am Anfang ein bisschen Gas geben. Ordentlich was verbrennen. Ja, und da müssen wir halt drauf achten, dass wir rechtzeitig für den Regen reinkommen. Ansonsten, ja, wir haben noch einmal Softs auf jeden Fall. Runden warten hier in Miami auf die Fahrer. Möge der beste Fahrer gewinnen. Es ist immer ein unterhaltsames Rennen, wenn Yuki Tsunoda dabei ist. Er startet auf Position 1, aber kann er dort auch bleiben? Die erste Kurve könnte entscheidend sein. Aber jetzt ist es soweit. Gleich steht der Rennstart an. Es geht los mit dem Grand Prix in Miami. Das Startsignal erlischt und los geht's. So, und wir schauen uns erstmal ein bisschen um, orientieren uns ein bisschen, wie der Rest hier so antritt. Also wir sehen auf jeden Fall Verstappen auf der 12, Russell auf der 8, ansonsten Leclerc auf der 2, Sainz auf der 4, dahinter die beiden Aston Martins. Und alle sind auf Softs unterwegs. Okay. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Okay. Also Yuki kann vorne ein bisschen ruhig machen, denke ich. Ja, frohes bringt nichts, ne? Wir werden ein bisschen einsetzen, wenigstens eine halbe Runde oder so. Theo hat sich an Sainz vorbeigedrückt auf den dritten, das ist super. Er muss jetzt irgendwie an Leclerc dranbleiben. Also Leclerc macht da schon Druck auf Yuki. Wir sind immer noch voll, ne, beim Akku. Sehen wir uns die Wiederholung. So, Leclerc ist an uns vorbei. Und diesmal war auch Leclerc mit verwickelt. Kann er sich durchquetschen? Und Leclerc rückt vor. So, aber solange unsere Jungs zusammenbleiben, ist ja alles cool erstmal. Use deploy as much as you can. Copy. Also Yuki hat da schon wieder Bock. So, wir lassen Theo ein bisschen aufrücken. Yuki fährt da schön Windschatten jetzt. Wir haben immer noch zu viel im Akku. So, wir dürfen uns dann nämlich abhängen lassen für DRS nächste Runde. Dann ist eigentlich alles cool. Boah, Leclerc haut da aber richtig ab. Was ist denn los bei ihm? Der Ferrari ist halt auf den Geraden schnell und bei der Beschleunigung. Okay, wir gehen mal auf neutral runter.
Versuchen dann irgendwie wieder ranzukommen. Sparen uns den Akku jetzt. Wenn der Claire halt so abhaut, dann halt haut er halt so ab. Wir könnten jetzt ein bisschen ins Risiko gehen. Mit den Reifen auf jeden Fall. Das wird Leclerc auch gemacht haben. So, trocken, trocken, trocken. Es bleibt aber erstmal trocken, wie es aussieht. Ja, Leclerc benutzt seine Reifen, alle benutzen ihre Reifen richtig. Aber ich traue das meinen Jungs halt immer noch nicht zu, ne? Weil die halt so ein bisschen unsicher fahren. Und eh dann wieder jemand in der Wand hängt. Ich glaube, so langsam müssen wir hier ein bisschen mit den Reifen Gas geben. Ein bisschen aggressiver fahren. Sonst werden wir überholt. Now we can push one step more on tires, Yuki. Okay. So, Theo muss auf jeden Fall an Yuki dranbleiben. Und dann pushen wir hier mal ein bisschen. Versuchen Sainz abzuhängen und die Lücke nach vorne wieder ein bisschen kleiner zu machen. Wir haben Sainz beinahe abgehängt. Ich glaube, wir sind losgeworden gerade. Na, ja, vielleicht nicht. Auf jeden Fall überhitzen unsere Reifen. Das ist natürlich nicht so gut. So, und jetzt sind wir gleich an Schal dran. Wir müssen noch ein bisschen einsetzen, sonst sind wir gleich wieder weg vom Fenster. So, die Reifen von Yuki haben sich wieder beruhigt, wollte ich sagen, aber nee, ist nicht so. Das haben wir jetzt echt kein DRS bekommen. Das ist aber unglaublich frech. Okay, jetzt fahr doch mal ran an den Typen. So, jetzt geht der Regen los. Aber es bleibt noch trocken eine ganze Weile.
So, ich hoffe, der Akku geht jetzt nicht alle. Bei Theo sieht es nicht gut aus. Ich habe zu spät abgeschaltet. Bei beiden sieht es nicht gut aus. Doch, passt. Alles gut. Länger ein Schal dran, ne? Mit dem Wetter passiert erstmal nichts. Nach hinten haben wir gut Platz. Ja, Leclercs Reifen sind schon ordentlich im Eimer. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie sich der Regen hier entwickelt. Im Moment nämlich noch gar nicht so sehr. So, schafft Yuki das jetzt vorbei? Außenrum. Wechselt dann nach innen. Oh Gott. Sucht in die Linie aus, Junge. Was war das denn? Also es wäre toll, wenn wir vor Leclerc in die Box kommen würden, also gleiche Runde schon, aber vor ihm reinfahren. Im Moment kommen wir noch nicht so richtig vorbei. Ja. Ich sag mal abbrechen. Hat er uns jetzt die Strategie gelöscht? Nee. Okay. Also, wir sind bei 0,42. Also in zwei Runden, ne? Ungefähr. Sollte das sein, Runde 9. Wir behalten es mal im Auge. So, Yuki jetzt an Leclerc vorbei. Das ist also passiert. Hier ist Yuki Tsunoda mit von der Partie. Ohne DRS und so, überraschenderweise. Da ist die Gelegenheit. Und wir haben einen neuen Führenden. Wir lassen mal noch den Treibstoffhahn aufgedreht. Rocher ist auch vorbei. Wow. Das ist also passiert, als sie Kurve 12 erreicht haben. Das muss er jetzt durchziehen. Und das ist jetzt Platz 2. So war ich auch so Platz 2. Oh doch, da ist er aber deutlich vorbei. Also um 0,2 hat das jetzt zugenommen. Das Problem ist natürlich, unsere Jungs sind so dicht beieinander, dass sie nicht gleichzeitig rein können. Es steigt hier sehr gleichmäßig auf jeden Fall. So in ein bis zwei Runden müssen wir rein. Gibt es da nochmal einen Anstieg? Ne, es steigt einfach nur gleichmäßig. Oh, schwierig. Also diese Runde ist zu früh, ne? Wir werden dann zuerst Yuki reinholen, denke ich. Also die ersten sind schon in der Box. Das steigt jetzt nur ganz, ganz wenig immer.
Also wir haben Leclerc abgehängt, das ist super. Ja, und dann gehen wir nächste Runde rein. Jetzt nach der Runde, glaube ich, holen wir den ersten rein. So, dann ist die Frage, wen holen wir rein? Yuki ist, glaube ich, bei der Anpassung besser. Also der kommt besser damit klar, wenn er mit dem falschen Reifen fährt. Sind jetzt hier schon ganz viele irgendwie auf Intermediates unterwegs, ja. De Vries mit einem Boxenstopp-Problem. Hier wartet die Crew auf De Vries. Es gibt Probleme bei der Freigabe des Autos. So, Grip auf der Strecke ist jetzt niedrig. Hier steigt es ein bisschen stärker. Wir werden Theo jetzt reinholen. Und Yuki nächste Runde. Wie sind denn die Ferraris? Wer ist so dicht hinter uns gekommen? Bitte. Russell kommt mit uns in die Box, okay. Und da muss nur Russell vorbeilassen. Ja, finde ich nicht gut. Und so, Giovinazzi auch mit einem Boxenstopp-Problem. Der Aston Martin an der Box. Das Auto wird nicht richtig freigegeben. White line pit exit. So, noch ist DRS aktiv. Aber Theo ist schon zu weit abgehängt worden. So, Yuki hat noch einen ganz guten Vorsprung vor Charles Leclerc. Lift now. Copy. Ja, und Yuki kommt hier optimal rein. Jetzt ist gerade auf Feucht umgesprungen. So, Leclerc kommt auch mit rein. Da die anderen alle so früh drin waren, dürften wir jetzt einen ganz guten Vorsprung haben, oder? 2,609 ist akzeptabel. Ja, da hat Leclerc auf jeden Fall in der Box aufgeholt. Aber da vorne sind Russell und Theo.
Also wir werfen nochmal einen Blick aufs Wetter, ja. Also wir müssen dann gucken, ne, wenn es trocken wird am Ende, dann wird es halt trocken. Es wird dann auch gleichmäßig trocken. Und ansonsten fahren wir jetzt durch. Machen hier einfach unser Ding. Versuchen das Treibstoffdefizit wieder reinzuholen. Stroll ist hinter... die fahren alle an. Stroll fährt auch an... Warte mal. Was ist denn bei Stroll los? Doch, der ist auf Intermediates. Ich weiß nicht, warum der zu Gas gibt, der Typ. So, Yuki hat sich jetzt schon wieder ein bisschen gefangen. Sainz ist da hinten irgendwo auf Platz 5 hinter Stroll. Noch ein gutes Stück. Russell fährt vorne weg. Feedback on track condition. So, Strecke ist jetzt gerade ein bisschen trocken. Aber es spielt jetzt erstmal so um diesen Punkt rum. Ne? Wir haben ja gesehen, da ist noch so ein Dip, wo es ganz kurz trocken wird. Wenn es hier trocken ist, dann... Dann wir mal kurz Akku. Ja, Russell fährt da vorne einfach weg. Macht denn der das? So, Tsunoda jetzt ganz dicht an Theo dran. Ich befürchte, unsere Akkus sind zu voll. Wir müssen da mal eine Runde ballern. Yuki an Theo vorbei. Oder nicht? Oh, macht mir jetzt keinen Quatsch, Jungs. Also nach hinten ist der Abstand okay, nach vorne natürlich nicht. Ich hoffe, Russell benutzt einfach seine Reifen. Das sieht nicht so aus. Ich hatte gehofft, er benutzt die Reifen und muss da nochmal rein irgendwie. Aber so fahren wir jetzt einfach nur hinterher im Moment. 3 Sekunden Abstand. Reifen sind leicht warm bei Yuki. Möchte ich dagegen was unternehmen? Wir gucken mal, ob sich's von alleine wieder... Yuki, was ist mit deinen Reifen los? Versuchen die wieder ein bisschen zu kühlen. Ich weiß echt nicht, was da abgeht.
Und sofort geht die Temperatur wieder hoch, ne? Ja. Er versucht da an Theo vorbeizukommen irgendwie. Das wird das Problem sein, denke ich. So, da sind wir wieder an Russell dran. Wir halten die Reifen im Auge. Noch sehen die ganz okay aus. Ah, Yuki bekommt jetzt langsam Windschatten. So, mit dem Kraftstoff sind wir auch gleich wieder im grünen Bereich. So, wir werfen zwischendurch mal einen Blick aufs Wetter. Es hat sich erstmal nichts geändert. Ach, wie ist denn das im Boxenstopp? Ja, wir müssen dann auf Mediums am Schluss gehen. So, Russell gibt da vorne wieder Gas. Und ich schaue mal, ob wir ein bisschen Abstand zwischen unsere Wagen bekommen. Wir bräuchten so 3-4 Sekunden zwischen den Wagen. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt hinkriegen. So, wir lassen Yuki gleich noch mal ein bisschen Gas geben. Oh shit. No DRS available, no DRS available. Übertrieben. Ja, okay. So, aber Yuki ist so dicht dran. Dass seine Reifen schon wieder komplett zu heiß sind.
Ja, muss da irgendwie vorbeikommen, ne? Sonst leiden die Reifen gleich ziemlich. Er braucht ein bisschen Clean Air. So dicht hinter dem Ferrari zu fahren, ist nicht so gut für ihn. Ich hoffe, er schafft es hier irgendwie mit Windschatten. An Russell vorbei, das wäre super. Wir müssen ein bisschen Abstand halten. Lift off to avoid instability. Copy. Leicht überhitzt, die sind doch schon rot. So, Theo muss da ein bisschen vor Leclerc wegfahren. Wir schauen mal aufs Wetter. Bald ist es soweit, lang dauert es nicht mehr. Also die Intermediates und auch die Wets, ne, die sind irgendwie sehr, sehr temperaturempfindlich, erstaunlicherweise. So, wir sind noch bei 1,18 Wasser auf der Strecke. Jetzt fängt es an zu sinken, wir müssen es also im Auge behalten ein bisschen. Im Moment steigt es sogar noch. Also jetzt fängt es an zu sinken und wir gönnen uns hier noch ein bisschen Abstand zwischen unseren Wagen. Rain hat aufgehört, so ist es. Okay. Fahren wir da jetzt sofort rein? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, wir fahren auf jeden Fall sofort rein. Und hoffen, dass der Abstand groß genug ist. Vier Sekunden, das sollte reichen.
Liftoff, safe fuel. Copy. Die Ecke. So, die anderen bleiben noch draußen. Warum? Regen hat aufgehört, da passiert nichts mehr. No more rain coming, going to dry now. Na, Verstappen kommt rein hinter uns. Okay, das sah ganz gut aus. 30,79 und 30,65. Ja, Theo wurde nicht aufgehalten. Und er hat einen super schnellen Boxenstopp. So, vor uns sind alle noch auf Intermediates unterwegs. Das ist jetzt also unsere Chance, hier aufzuholen auf die Ferraris. Ja, da sind wir auch richtig dicht dran, denke ich. So, schauen wir bei den anderen auf die Reifen. Verstappen auf Softs. Wichtig ist, was die Ferraris und Sainz machen. Wer hat sich denn dazwischen gedrängelt? Ach, die Mercedes, oder? Okay. Theo muss einfach nur an denen vorbeifahren, denke ich. Also vorne sind alle in der Box, machen sich jetzt auf den Weg nach draußen. Schaffen es an ihm vorbei. Russell ist noch vor uns. Sehen wir uns das genauer an. Hier sind wir an der letzten Kurve. Das ist sicher verlockend. Ja, Theo lässt sich da leider sehr, sehr aufhalten. Und der Williams geht vorbei. So, genau. Die Mercedes sind die Ferraris. Oh, durch das Double Stacking haben die richtig Zeit verloren da. Ja, die Ferraris sind auch auf Mediums unterwegs. Ja, mal Max Verstappen am Anfang wahrscheinlich auf Mediums unterwegs. So, Yuki fährt hier noch hinter Russell hinterher. Das ist der Messpunkt. Da war er dahinter, glaube ich. Und dann kann er jetzt hier mit der S Gas geben, oder? Wir können jetzt sehen, was passiert ist. Da war George Russell dabei. Er beschließt es zu versuchen. Ja, genau. Hier ist der Messpunkt, da ist er vorne. Und da ist Yuki hier aber quasi daneben, ne? Vorderrad neben Hinterrad. Und kann jetzt mit der S voll vorbeiziehen. Ungefähr so. Yes, yes. Yes. You are doing Sehen wir mal, was da passiert ist. Und das da war der Williams-Fahrer. Da ist die Lücke. Ja,
So, Theo müsste jetzt langsam ein bisschen Gas geben. Sainz ist auf Softs. Unterwegs ist er nicht schon mal Softs gefahren. So, Russell hat Yuki zurück überholt, klar mit DRS, ne? Yuki hat da versucht, sich zu revanchieren. Hat es noch nicht geschafft. Immer noch nicht. Die sind nebeneinander. Aber jetzt dürfte er es schaffen. Oder auch nicht. Ja, Yuki, was machst denn du? Schnellste Runde für Gasly. Okay. So, Leclerc hängt jetzt an Theo dran. So, Russell gibt gerade richtig Gas. Theo und Leclerc bekämpfen sich da. Ja, Russell will Yuki nicht vorbeilassen. Sehen wir es uns an. Ja, schauen wir mal an. Genau, schauen wir uns das mal an in Kurve 3. Die Gelegenheit fleht darum, ergriffen zu werden. Und der Ferrari rückt vor. Ja, aber Theo hält schon ganz gut dagegen, ne? Also wo ist denn Sainz? Der ist 4,6 Sekunden hinter Leclerc und Theo. Na, ah, Yuki ist jetzt gerade an Russell vorbei. Da ist die Wiederholung. Das dürfte auch der S gewesen sein, einfach, ne? In der letzten Kurve. Da macht sich eine Lücke auf. So, die Frage ist, benutzen wir jetzt ein bisschen Akku, um zu versuchen wegzukommen? Wir haben hier schon wieder kein DRS, ne? Gucken mal, wie wir das hier schaffen. Wir haben da eigentlich keine Chance wegzukommen, würde ich behaupten. Weil es hier ständig DRS-Zonen gibt. Und Yukis Akku ist auch leer. Also er hat ihn schon ganz gut benutzt hier für die Zweikämpfe. Das müssen wir jetzt irgendwie auf herkömmliche Weise regeln. Ferraris benutzen ihre Softs ein bisschen mehr. So, Sainz ist noch 4 Sekunden weg. Theo macht es, glaube ich, gerade ganz gut. Ja, da können wir jetzt nicht mehr allzu viel tun. Vielleicht, wenn wir an Ricardo rankommen und DRS bekommen würden. Das wäre vielleicht so eine Chance, die wir noch hätten. Aber ich glaube, wir haben generell zu wenig Ladung im Akku, um da was draus zu machen.
Sainz ist immer noch 4,5 Sekunden weg, das ist in Ordnung. Rocher und Leclerc bekämpfen sich da immer noch. So, jetzt gucken wir mal, bekommt Yuki DRS? Ne, tut er nicht. 5 Laps. Okay. Ja, dann müssen wir uns das Ganze irgendwie für einen Schlusssprint aufheben. Sind für Russell gerade losgeworden. Ja, Yuki bekommt hier DRS. Nice. Ich benutze mal ein bisschen Benzin. In der Hoffnung, dass das schon reicht, um Russell loszuwerden. Theo an Leclerc vorbei, kommen die auch bald in den Traffic rein. Oh Gott, Yuki hat Russell so abgehängt. Ja, ein bisschen brauchen die noch. Aber die kämpfen ja ganz gut gegeneinander. Fokus. Ja, aber Theo bekommt jetzt DRS. Okay, alles cool da hinten. Wir können uns das Replay ja trotzdem mal angucken. Wir beobachten den Ferrari. Kann er sich durchquetschen? Und Leclerc rückt vor. Ja, und dann kommt die DRS-Zone, ne, da. An der Stelle. Und dann ist Theo nämlich durch. So, there is 4 laps to go. 4 laps to go. So, für Runden noch. Yuki hat 2 Sekunden Vorsprung. We need more lift off. Und wenn Theo jetzt auf dem Treppchen bleiben könnte, wäre das super. So, ich will da vorne an den Traffic ran, schnellstmöglich. Ja, Yuki fährt da richtig gut weg vor Russell. Der hat jetzt irgendwie keine Chance mehr. Was ist da los? Reifen? Die Reifen können es nicht sein. Die sind ziemlich gleich auf. Vielleicht muss er jetzt Sprit sparen gerade. Das könnte sein. So, Yuki ist ja gleich am Piastri dran. Es gibt hoffentlich noch mal einen guten DRS-Schub. Hier hinten wird es noch spannend. 3 laps after this. It's a lift and coast. Also Yuki kommt da immer dichter an Piastri ran.
reicht es schon für DRS da hinten auf der Geraden, beziehungsweise dieser sehr schnellen Kurve. So, ist Yuki schon am Piastri vorbei? Ich weiß es nicht. Hier wird auf jeden Fall noch gut gekämpft. So, und da fahren wir jetzt gleich, ja, ein bisschen dauert es vielleicht noch, auf. Da hat Yuki DRS bekommen. Ja, okay, also Yuki ist vorne durch. Das können wir schon mal festhalten. Jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie unseren Kumpel Theo durchbringen. Vorletzte Runde. Und Theo hat einen vollen Akku. Den werden wir jetzt auch benutzen. Motor check. Und die Reifen können wir auch benutzen. So, kommt Theo, auf geht's. Er kriegt's nicht gebacken, oder? Theo, wir wollen das Treppchen. Save fuel and follow that. Copy that. Oh, jetzt hat er nämlich auch DRS bekommen, Leclerc. Ich hätte vielleicht eine Runde früher damit anfangen müssen, damit wir auf jeden Fall als Erster auf den Traffic auffahren. Ja, vielleicht schafft Theo das hier in der letzten Kurve noch zu überholen. Auch innen, sehr gut. Ah, er hat aber nichts regeneriert. Nein. Es ist Tsunoda, Yuki Tsunoda. Ach, schade, vierter Platz. Oben aufs Treppchen heute. Und erster im Ziel ist Yuki Tsunoda. Aber beinahe ein Doppelpodium. Nach einer Darbietung wie dieser wird heute bestimmt gefeiert. Fahrer und Team können stolz auf sich sein.
Na gut, erster und vierter ist in Ordnung, würde ich sagen. Es war auch knapp jetzt hier mit dem dritten Platz. Ja, und das dürfte uns auf jeden Fall ein bisschen auf Ferrari aufholen lassen. Und da fährt Yuki. Der hat heute alles richtig gemacht. Souverän den ersten Platz geholt hier. Theo hat seinen vierten Platz aus dem Quali auch gehalten. Also von daher kann ich wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Die Red Bulls sind auf 5 und 6 reingekommen, immerhin noch. Also Verstappen hat es nicht ganz nach vorne geschafft. Yuki Tsunoda heute mit einem brillanten Rennen. Ein wirklich hervorragender Sieg, bei dem alles für das Team und den Fahrer gepasst hat. Das Team hat hier geduldig gewartet und Sie sehen an den Gesichtern, wie viel das jeder einzelnen Person hier bedeutet. Da kommt Yuki Tsunoda. Der japanische Fahrer richtet sich auf dem Podium ein. Der erste Saisonsieg für den Fahrer und das Team wird sicher sehr stolz darauf sein. Nach einem heißen und spannenden Miami Grand Prix ist es Zeit für eine Abkühlung. Es haben bestimmt alle Teams nach diesem Rennen viel zu besprechen. Was glaubst du, wie es dem Williams-Team geht? Sie werden absolut glücklich sein, hier gewonnen zu haben. Das ist ein großartiges Ergebnis für das Team. Damit nähert sich unser Wochenende in Miami dem Ende. Jetzt bereiten sich die Teams auf Imola vor, wo die Saison mit dem großen Preis der Emilia-Romagna fortgesetzt wird. Es steht ein erbittertes Rennen bevor. Ja, also da können wir uns wirklich drüber freuen. Damit können wir sehr, sehr zufrieden sein. Das hat ordentlich Punkte gegeben. Ferrari haben heute 33 Punkte bekommen, wir 37. Da konnten wir also 4 Punkte aufholen. Und Red Bull nur 19 Punkte. Da haben wir fast doppelt so viele. Wunderbar, also das lief wirklich gut. Ne? So Kleinigkeiten waren noch dabei, wie unser Boxenstopp ist zu langsam zum Beispiel. Ne? Theo kann sich da noch nicht so richtig durchsetzen irgendwie. Wir brauchen neue Teile auf jeden Fall. Antriebsstrang brauchen wir neue Sätze. Ja, also oben sind auf jeden Fall die Teams, von denen man es erwarten konnte. Vielleicht nicht unbedingt in der Reihenfolge, in der man es gedacht hätte, aber immerhin. Die Aston Martins, ja, haben sich ganz gut verkauft. Der Giovinazzi hatte halt das Boxenstopp-Problem auf jeden Fall, hatte da einen kleinen Hänger. Aber ansonsten lief alles ganz gut, ne? Mit dem Regen, die Boxenstopps, das mit dem Timing hat auch gut hingehauen bei uns. Das hat uns auf jeden Fall ein bisschen in die Karten gespielt, denke ich. Ich bin mir da gar nicht so sicher. So, Fahrerwertung. Max Verstappen immer noch ganz vorne, aber Yuki holt auf, ist nur noch 21 Punkte hinter ihm. Theo hat auf Russell und Leclerc natürlich ein bisschen verloren, konnte sich aber weiter von Lance Stroll absetzen. Oh, Gasly ist 3 Plätze nach vorne gerutscht heute. An Ocon und Perez und Lando vorbei. Oh, Lando ist 2 Plätze abgerutscht. Ja, Giovinazzi und Piastri haben getauscht. Und da haben wir hinten die Haas-Fahrer noch komplett ohne Punkte. Ricardo ohne Punkte. Keine Ahnung, was da los ist. Bottas hat halt schon einen Punkt wenigstens. Alex Albon und Kevin Magnussen auch ohne Punkte. Schade eigentlich. Konstrukteurswertung. Ja, wie gesagt, wir haben aufgeholt 4 Punkte auf Ferrari. Sind jetzt noch 6 Punkte hinter Ferrari. Und 18 Punkte haben wir auf Red Bull aufgeholt, sind da jetzt noch 55 Punkte hinten dran. Aston Martin hat sich sehr gut an Mercedes vorbeigedrückt. Weiß nicht.
Kann man das so sagen? Ich meine, die sind jetzt 5 Punkte vorne, haben 7 Punkte hier in dem Rennen aufgeholt. Alpine haben nochmal 4 Punkte geholt, sind jetzt also dichter an McLaren rangerückt. Und da könnte was passieren. Boxenstoppzeit 2,1 an der Spitze. Theos Crew hat es auf 2,354 geschafft. Das ist super, das ist spektakulär. Das ist ein 6. Platz, das gibt Punkte. Ja, die Mercedes, ne? Die sind ziemlich konstant. Bei Verstappen schien es auch nicht so gut gelaufen zu sein. Leclerc hatte einen guten Boxenstopp. Russells Boxenstopp auch irgendwo unter ferner liefen. Und ja, wir haben Punkte bekommen. Sind damit allerdings immer noch auf dem 8. Platz, aber jetzt punktgleich mit Alpine. Ja, Red Bull irgendwo ganz vorne. 2,609 und 2,666. Das ist nicht super schnell, ne? Theo hier auch mit einer 2,7, aber dann halt dieser Ausrutscher mit 2,354 hat im Endeffekt leider nichts genutzt, außer ein paar Punkte für die Wertung in der Boxenstoppwertung zu bringen. Schade. Ja, vielleicht wären, wenn die beide so schnell gewesen wären, vielleicht hätten wir dann eine Chance gehabt, den 3. Platz zu bekommen. Also es liegt halt so an verschiedenen Dingen einfach noch. Qualifying-Rennen, das sind alles Kleinigkeiten, ne? Hey, Theo war doch niemals auf dem... Der war doch auf dem 4. qualifiziert, oder? Ah ne, stimmt nicht. Auf dem 3. Oh, da hat er Platz verloren. Das geht natürlich nicht. So, 6 Millionen gab's. Denn wir haben das Leistungsziel erreicht für ganz wenig Geld. Die Leistungsgarantien haben wir alle erfüllt. Das gibt so ja, 0,75 Millionen. Die Glückssträhne haben wir abgesahnt und die Sponsorengrundbeträge in Höhe von 3,4 Millionen. 6,7 Millionen, die können wir dann direkt in die Teileentwicklung stecken. Denn es müsste neue ATR direkt anfangen. Ja, genau so ist es. Neuer Aerodynamik-Testzeitraum heute. Und dann geht's nach Imola. Mhm. Cool. Mal sehen, wie wir da performen können. Ja, wir brauchen neue Teile. Wir haben 19 Millionen. Ich glaube, wir brauchen 17 Millionen oder sowas, ne, um beide Wagen mit neuen Antriebsstrangteilen auszutauschen. Da müssen wir mal gucken, dass wir das baldmöglichst hinkriegen. Aber erstmal ist natürlich die Teileentwicklung wichtig. ATR Zeitraum 3 bedeutet, es gibt ein neues Aero-Paket für die Jungs. Also Unterboden und Front- und Heckflügel. Damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal und dann können wir hoffentlich demnächst Red Bull und Ferrari konstant die Stirn bieten. Ja, im Moment ist es ja alles, es ist spannend vorne, sage ich mal. Ne? Max Verstappen, wenn er einen guten Tag hat, fährt er einfach weg. Die Ferraris fahren uns teilweise auch noch davon, so richtig mit Abstand. Also da muss noch ein bisschen was gehen und die werden ja auch nicht geschlafen haben und demnächst mit neuen Upgrades aufschlagen. Aber da kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist. Beim nächsten Mal entwickeln wir erstmal und bereiten uns auf Imola vor. Macht's gut, bis dann, habt einen wunderschönen Tag. Ciao.